Wer sich weiter informieren möchte, dem empfehle ich den Film Grundeinkommen, ein Kulturimpuls, den wir Ihnen kürzlich geschickt haben, und im Internet das hervorragende, umfassende und sehr sorgfältig gepflegte Archiv Grundeinkommen. Und natürlich die vielen wertvollen Anregungen der Mitpetenten im Petitionsforum. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Dankeschön, Frau Wies, für Ihre Ausführungen. Wenn Sie sich für die Herrschaften auf den Rängen, wenn Sie sich entsinnen, hatte ich vorhin gesagt, ich bitte von Beifallsbekundung Abstand zu nehmen. Auch keine Zwischenrufe bitte und bitte das demnächst zu berücksichtigen. Die Berichterstatterrunde ist eröffnet. Herr Lehrer hat sich gemeldet. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Wiest, das klingt alles toll. Wir haben Sozialstaat. Hier bin ich, hier bin ich. Hier immer, wo das Licht irgendwie leuchtet, hier oben ist es. Okay. Frau Wiest. Wir haben in unserem Grundgesetz das Sozialstaatsprinzip verankert. Das heißt, der Staat ist verpflichtet, mit seinen Ressourcen für sozialbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger entsprechend einzutreten. Jetzt klingt Ihr bedingungsloses Grundeinkommen erstmal durchaus verlockend, durchaus attraktiv, klingt gut, ist kein Thema, aber es muss natürlich ein Stück weit auch erwirtschaftet werden. Und Sie hatten in Ihren einleitenden Ausführungen ausgeführt, es ist nicht genügend Arbeit da, die Maschinen machen die Arbeit, an der Wertschöpfung sollen die Menschen durch dieses bedingungslose Grundeinkommen erwirtschaftet werden. Jetzt meine Frage an Sie. Sie hatten uns im Übrigen im Vorfeld ja diese schöne goldene Karre zukommen lassen. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Gehen Sie davon aus, dass bei einem bedingungslosen Grundeinkommen tatsächlich die Arbeitsleistung, die Motivation, was ja eben hier als Voraussetzung quasi des bedingungslosen Grundeinkommens wäre, eben hier steigt, beziehungsweise eben hier, dass trotz dieser 1.000, 1.500 Euro Grundeinkommen die Arbeitsleistung dieselben wäre? Oder wird es in vielen Branchen, wie im Übrigen auch aus diesem neuerlichen Gutachten des Herrn Friedrich Schneider ersichtlich, in vielen Bereichen sowohl bei selbstständig Erwerbstätigen mit geschätzt 4,6 Stunden weniger, beziehungsweise bei den Unselbstständigen mit 4,2 Stunden weniger, deutliches Minus im Verhältnis zur bisher geleisteten Arbeit geben, mit der Konsequenz, dass natürlich über die nicht geleistete Arbeit keine Sozialabgaben entrichtet werden, keine Steuern bezahlt werden und natürlich insgesamt der Staat seine Aufgaben schwierig erfüllen könnte. Das ist meine Frage an Sie und in ähnlicher Weise an Herrn Staatssekretär Brauchsiebe. Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wie entwickelt sich das individuelle Arbeitsangebot, die Arbeitsdarreichung, wenn eben hier dieses individuelle Grundeinkommen tatsächlich eben hier vorhanden ist und dazu führen kann, dass eben hier der Druck eben durch seine eigenen Hände Arbeit, seine Lebensgrundlage zu schaffen, eben hier ein Stück weit weitestgehend wegfällt. Danke. Dankeschön, Herr Lehrieder. Wir sammeln die Anfragen. Das war die Resonanz. Arbeit einstellen. Also wie würden die Menschen reagieren, ob man aufhören würde zu arbeiten? Nö, also ich persönlich auf keinen Fall. Ich würde mich freier entfalten können mit dem Grundeinkommen. Und ich habe ja mit sehr vielen Leuten gesprochen, zuletzt mit einem Taxifahrer, der natürlich auch sagte, dann geht doch keiner mehr arbeiten. Ich gesagt, ja, das habe ich schon mal, also da gibt es auch Untersuchungen, jeder sagt, die anderen tun es nicht. Dann habe ich ihn gefragt, na, wie ist es denn mit Ihnen? Klar, sagt er, also Sie werden lachen, aber Taxifahren ist mein Traum, das ist mein Traumberuf. Ich würde sogar, wenn ich also den Jackpot jetzt da räume, ich würde Taxi fahren. Also es macht nicht so viel Sinn, finde ich, sich Gedanken über andere zu machen. Man kann es den anderen überlassen. Es gibt viele Berufe, wo ich sagen würde, nein, um Gottes Willen. Also das wäre mir ganz scheußlich. Bestimmt hören die auf zu arbeiten. Aber wenn ich die dann frage, dann sagen die, also ich mache das sehr gerne. Ja. Hm. Ein Teil der Frage war noch, ob Sie in diesem Zusammenhang, Sie hatten ja gerade auch von einzelnen Schritten in die Richtung gesprochen, was Sie davon halten würden, im jetzigen SGB II diesen Sanktionsparagrafen zu streichen. Ja, finde ich klasse. Den kann man sofort wegstreichen. Etwas schneller, dass wir noch eine Runde machen können. Den Paragraphen kann man sofort wegstreichen. Also ich versuche schnell zu reden. Ja, also diesen, ja, ich finde, den kann man sofort abschaffen, weil das ist eben das, was bei Ihnen auch war. Das Existenzminimum kann nämlich schon gekürzt werden, wenn man nämlich nicht pünktlich beim Arbeitsamt erscheint.
zum Beispiel, dann wird das gekürzt. Das meinte ich mit, die Kürzung des Existenzminimums ist heute möglich und das verletzt die Menschenwürde. Ja. Ja, dann kommt jetzt Herr Strengmann-Kuhn. Der hat so nett betont, du hast so nett betont, dass ich eine normale Bürgerin bin. Ich will es beruhigen. Ich bin's und Sie sind es auch. Ja. Also weitestgehend normal. ja, das glaube ich gilt für uns alle. Exakt 1500 oder ist das ein Grundprinzip? Ja? Die Zahl habe ich genannt, um klarzumachen, dass es nichts mit Almosen oder mit so ganz am Rande der Gesellschaft Leben zu tun hat, ein Grundeinkommen. Es sollte ein Leben in der Mitte unserer Gesellschaft ermöglichen, weil es dazugehört, ne? Weil jeder dazugehört und weil es heute in unseren Erwerbsbiografien, die Erwerbsbiografien haben sich geändert, es gibt Brüche, es gibt Pausen, es gibt Jobwechsel, es gibt Neuorientierung und das Grundeinkommen reagiert auf diese Tatsache, dass wir über diese verschiedenen Phasen einfach immer unser Grundeinkommen mitnehmen. Das finde ich sehr cool. Ja, was war... Genau, Moment, muss ich mal gucken. Du hast eigentlich mehr Fragen dahin gestellt, ne? Okay, dann Frau Mast, da sind Sie, genau. Was betrachte ich als Transferleistungen? Also ich habe das, ich bin keine Expertin, wie Sie sicherlich gemerkt haben, ja, für das Thema. Ich habe gemeint, diesen Wust von verschiedenen Leistungen, die ich in Anspruch nehmen kann als Bürgerin, der muss, also ich finde gut, wenn es vereinfacht wird. Wenn also heutige Leistungen bis zu der Höhe von 1500 bedingungslos ausgezahlt werden, alles, was ein weiterer Bedarf ist, aufgrund von besonderen Lebenssituationen, der wäre dann nicht mehr bedingungslos, der müsste wie heute auch beantragt werden. Also ich kann das, es soll nicht alles abgeschafft werden, bis zu dem Betrag von 1000 oder 1500 Euro, wie man den dann auch nehmen will. Alle weiteren Transferleistungen, wenn sie denn nötig sind, sind dann nicht mehr bedingungslos. Die müssen beantragt werden durch ein Attest oder was auch immer, ne, was da ist. Wer ist der materielle Gewinner und wie hoch müsste die Konsumsteuer sein? Ich würde sagen, die materiellen Gewinner sind wir Bürger und die Konsumsteuer, also wir Menschen, also alle. Ich hab das Gefühl, da wird doch jeder davon profitieren. Also das ist meine Sicht. Ich würde auch ein Grundeinkommen an meinen Arbeitsplatz mitbringen, wenn ich eines hätte. Das fände ich gut, weil wenn ich irgendwo sehr gerne arbeiten möchte und diese Firma hat Probleme, dann kann ich sagen, so viel Erwerbslohn muss ich nicht haben. So und so viel plus Grundeinkommen langt mir. Also das ist auch für mich als Bürgerin eine Möglichkeit, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Ja, zum Beispiel in meinem Kindergarten arbeite ich eigentlich schon so. Ich mache das gerne. Ja, das steht im Mittelpunkt. Ich will das tun und ich gucke, wie ich das tun kann. So ist es heute. Wer sind die materiellen Gewinner? Also wir Bürger und wie hoch muss die Konsumsteuer sein? Ja, das ist ja einfach eine Rechnung. Ja? Also dass wir unseren... Ja, aber die kann ich Ihnen nicht leisten, sonst wäre ich ja... Also das ist mir nicht möglich. Aber es gibt ja genug Leute in unserem Land, die super rechnen können. Und wenn wir mit dieser... Wir sind noch in der Diskussionsphase des Themas, würde ich sagen. Es hat noch nicht jeder davon gehört, es hat sich nicht jeder eine Meinung gebildet. Aber wenn wir beschließen, ja, das wollen wir haben, dann finden wir doch jemanden, der das rechnet, den wir dann da beauftragen können und uns sagen, okay, das ist die Summe, die wahrscheinlich reinkommt und wie hoch kann dann unser Grundeinkommen sein? Das muss man natürlich, das kann nicht höher sein, als es sein kann. Aber möglichst hoch, das wäre so die Vorgabe bei der Rechnung. Und alle anderen also andere Leistungen und Aufgaben des Staates, die kosten natürlich auch, das ist mir schon klar. Ja. Und Suchtprogramme, und haben Sie angesprochen, so Hilfsprogramme, die können
Natürlich dann auch, mein Mann wohnt in Berlin, ich wohne in Greifswald, das hat mit unseren Arbeitsplätzen zu tun. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich nach Berlin ziehen und habe mir überlegt, was tut hier Not. Wir wohnen da, also die Wohnung in Berlin ist in Neukölln. Ich würde sehr gerne sofort eine Mittagsversorgung für Schüler und Jugendliche anbieten, inklusive Hausaufgabenbetreuung. Und hätte ich ein Grundeinkommen, würde ich sagen, da fange ich sofort damit an. Weil ich finde, das fehlt in der Form, wie ich mir das vorstelle, und ich würde da sofort initiativ werden. Also es würden sehr viele solche füreinander tätig sein. Das könnten wir Bürger viel leichter einfach machen mit dem Grundeinkommen. Das wäre einfach schon bezahlt. Und dann lege ich los. Ne? Ich brauche ein Einkommen, um was tun zu können. Ehrenamt ist schön, aber man muss es sich leisten können. Das können Rentner sehr gut machen, ne? die abgesichert sind. Aber wenn man das nicht ist, kann man nicht so initiativ werden. Da muss man ja immer gucken, dass man genug Geld hat. Dankeschön, Frau Wies, für Ihre Beantwortung der Fragen. Wir kommen in die zweite Runde. Wir hatten vorhin gesagt, die Fraktion noch eine kurze Frage. Wir schauen auf die Uhr, unser Zeitlimit. Und Herr Kauder hat das Wort.